Hallo Musti, 4:0 im Testspiel gegen Holzhausen hier im ADM. Die Offensive trifft, die Defensive ist stabil, das erste Mal zu Null in der Vorbereitung. Wie fällt dein Fazit aus zum Spiel? Ja, sind zufrieden, dass wir jetzt unter der Woche so ein Spiel bekommen haben, ja, gegen Holzhausen, gegen eine gute Mannschaft, die uns auch wirklich gefordert hat. Wichtig war es einfach nochmal, eine hohe Intensität zu gehen, ja, gerade Anfang der Woche, dass man da nochmal richtig in die Belastung reinkommt, dass die Jungs nochmal zeigen, wie weit sie sind, ja, dass wir gut stehen. Das haben wir, ja, das erste Spiel, wie es gesagt hast, zu Null, tut immer gut. Und vorne haben wir viel gemacht, das ist natürlich erfreulich. Aber alles in allem sind wir zufrieden mit dem Test. Die Kickers haben schöne Tore geschossen, aus dem Spiel heraus. Und auch ein wunderschöner Freistoßtreffer. Ja, wir hatten viele gute Abläufe drin offensiv. Ja, das war echt gut. Gegen den Ball war es auch zum Großteil gut. Ein paar Aktionen, wo wir zu überhastet sind, wo wir nicht geduldig sind und ins Leere stürzen, wo der Gegner dann zu Chancen kommt. Klar, es waren nicht viele. Also waren, glaube ich, ja, die Abschlüsse vom Gegner kann man abzählen. Das war wirklich nicht viel. Aber trotzdem müssen wir sagen, da haben wir, wie gesagt, haben wir auch schon gegen Freiburg gesehen, dass wir da noch Arbeit vor uns haben. Aber die Jungs nehmen es an, auch im Training, die arbeiten dran. Wir sind da zuversichtlich, dass wir beides in den Griff kriegen, ja, offensiv als auch defensiv. Und wie gesagt, wir waren ja in der Defensive auch immer sehr stabil und das wird auch wieder gelingen. Heute ist wieder ein guter Schritt, haben zu Null gespielt und das gibt natürlich Sicherheit. Dann freuen wir uns auf den Freitag. Da geht es hier weiter im ADM mit dem nächsten Testspiel gegen Potsdam. Ja, vielen Dank. Bis dann. Danke, Musti. Schau schnell aufbaut, ne? Flamo Berisha ist bei uns. 4:0 hier im ADM gegen den Oberligisten Holzhausen. Flamo, wie hast du das Spiel gesehen? Ich finde es ein gutes Spiel, guter Test. Haben wir eigentlich in der Halbzeit komplett dann gewechselt. Aber ich fand, erste wie zweite Halbzeit war sehr gut, sehr engagiert. Zweikämpfe angenommen, läuferisch auch eine sehr gute Leistung und auch spielerisch immer wieder gezeigt, was für eine Qualität wir haben. Und deswegen fand ich es ein sehr guter Test. Die Offensive hat geliefert, die Defensive war stabil, das erste Mal zu Null. Ja, ich denke, es wird auch wichtig sein, dann in der Saison so wenig Tore wie möglich zu bekommen, hinten eben so wenig wie möglich zuzulassen und dann die Chancen, die man vorne kriegt, dann auch zu nutzen. Und das ist heute, denke ich, eigentlich ganz gut gelungen. Freitag geht's weiter. Vielen Dank, Flamo. Danke auch.